mögen Sie zunächst Ihre Einschätzung zum Spiel, zum Auswärtssieg in Zwickau geben? Ja, für uns natürlich extrem große oder Riesenerleichterung. Erster Sieg nach 8 Spielen, nachdem wir 5 von 6 unentschieden gespielt haben. Seitdem ich da bin, ist das für uns ein wichtiger Sieg. Das erwartet schwere Spiel gegen den robusten, physisch starken Gegner, der viel mit langen Bällen spielt, die schwer zu verteidigen sind. Das haben wir gut gemacht. Ich glaube, in der ersten Halbzeit müssen wir Minimum 2 Tore schießen. Also wenn ich 2-mal so alleine vor dem Torhüter stehe, dann müssen wir in Führung gehen. Das haben wir verpasst. Dann die 1-0-Führung und da fehlt uns dann noch ein bisschen die Ruhe, die Souveränität, um so ein Spiel nach Hause zu schaukeln und dann nach einem Standard, wo wir nicht gut verteidigt haben, aber wie gesagt, gegen einen sehr, sehr physisch starken Gegner haben wir dann das 1-1 bekommen. Gott sei Dank haben wir Moral gezeigt und am Schluss das Spiel gewonnen. Ich habe es vorher schon gesagt, ich weiß nicht, ob wir heute besser waren wie bei den anderen Spielen, wo wir immer unentschieden gespielt haben. Heute haben wir vielleicht das Quäntchen Glück auf unserer Seite gehabt, was uns in den letzten Spielen gefehlt hat. Und große, große Erleichterung und wir sind natürlich sehr, sehr happy. Vielen Dank. So groß die Erleichterung bei deinen Kollegen, so groß die Enttäuschung bei dir. Würdest du das so unterstreichen? Ja, klar sind wir enttäuscht, nachdem wir halt Spiele verlieren, aber halt die Enttäuschung ist nicht so groß wie manche andere Niederlagen, weil wir ja nicht gut waren. Wie Jeff auch gesagt hatte, in der ersten Halbzeit müssen wir halt mindestens 1-0 hinten liegen. Pommes rettet uns halt wirklich in die Halbzeit und in der zweiten Halbzeit kommen wir raus, müssten wir verletzungsbedingt wechseln und haben halt die ersten 5-6 Minuten wirklich ordentliche Aktionen gehabt, ohne halt zwingend vor dem Tor zu kommen. Und dann halt mit dem Elfmeter-Situation, wir können halt darüber diskutieren, ob es Elfmeter ist oder nicht, aber letztendlich haben wir das Spiel verdient verloren heute. Es wird halt oft gesagt, dass wir mit langen Bällen operieren. Für meinen Geschmack war es halt zu wenig in der zweiten Halbzeit, gerade in der ersten Halbzeit. Wir haben zu viel quer gespielt. Die Abwehrspieler untereinander haben halt wirklich halt einfach den Ball hinterher gespielt. Jedes Mal, wenn wir halt King oder Fitze angespielt haben, vorne haben wir halt wirklich gute Aktionen gehabt und es waren einfach zu wenige davon. Nachdem wir halt das 1-0 kassiert haben, natürlich Moral gezeigt den Ausgleich geschossen durch eine wirklich sehr guten Standardsituation. Das, was uns in der letzten Zeit halt gefehlt hatte. Und dann haben wir nicht die Qualität, leider heute, das Spiel entweder halt einen Punkt mitzunehmen oder halt das Spiel für uns zu entscheiden. Wir stehen da nach der 4. Niederlage halt hintereinander zu Hause, was halt extrem bitter ist, aber halt heute erklärbar. Und da müssen wir halt wieder halt zurückfinden zu dem, was halt uns immer stark macht. Nicht nur halt am Wochenende, sondern halt in Trainingsleistung. Aber wenn wir das tun, dann sind wir schwer zu schlagen. Sonst kriegen wir halt Riesenprobleme. Jeff, dir und deiner Mannschaft alles Gute und gute Heimfahrt nach Hause. Gleichfalls. Danke, danke. Dann kommen wir wie angekündigt zu den Fragen der Medienvertreter. Dann würde ich das Wort an dich übergeben. Der Gerrit Schnabel von der Betze Brennt fragt, ob denn jetzt nach diesem erlösenden ersten Saisonsieg der Knoten endlich geplatzt ist und dass du zuversichtlich bist, dass es jetzt so weitergeht. Also klar gibt das uns mal ein bisschen Selbstvertrauen und auch eine gewisse Genugtuung, sage ich mal. Ich habe es jetzt schon in der Kabine gemerkt, für die Jungs ist so eine Erleichterung. Wir waren oft nah dran, haben dann fast nur unentschieden gespielt und das ist schon für uns extreme Freude und ich hoffe, dass der Knoten geplatzt ist und dass wir jetzt eine Serie starten können mit ein paar Siegen. Der Thomas Hilm ist ebenfalls von der Betze Brennt, fragt, ob das jetzt heute hier in dem Spiel gegen Zwickau und dem erwarteten Kampfspiel auch die Mentalität und der Siegeswille da war bei der Mannschaft, der jetzt vielleicht zum Beispiel beim letzten Auswärtsspiel in Meppen gefehlt hat. Klar, also die Mentalität war eigentlich fast immer gut, nur in Meppen nicht vor 2 Wochen. Sonst kann ich den Jungs nie einen Vorwurf machen. Wir haben ja die Spiele nicht gewonnen oder nicht gewonnen, weil wir keine gute Einstellung hatten, sondern weil uns auch oft das Quäntchen Glück gefehlt hat im Abschluss. Wir hatten ja immer viele Torchancen oder oft viele Torchancen und so gesehen war die Mentalität nur einmal nicht gut. Das war in Meppen. Heute hat sie gepasst. Für uns war klar, wenn du in Zwickau bestehen willst, geht es nur über Leidenschaft, Zweikämpfe. So einen Gegner muss man bekämpfen und
Da kann ich den Jungs nur heute gratulieren, dass sie den Kampf angenommen haben und über den Kampf dann so auch das Spiel gewonnen haben. Der Oliver Sperg von der Rheinpfalz fragt genau das Stichwort Anfälligkeit noch vielleicht bei Standards, Zuordnungsprobleme. Ist das jetzt was ihr noch in den Griff kriegen müsst für die nächsten Spiele? Auf jeden Fall, wenn wir das Thema anschauen, wenn wir einen Gegentreffer anschauen, geht alles sehr schnell. Deshalb im Video sieht man nochmal genau, was nicht gut gelaufen ist. Aber uns war klar, genau wie gegen Ingolstadt mit Kutsche vorne, ist es gegen Zwickau mit König vorne gleiches Thema. Sehr robust, groß, kopfballstark und das kann man nicht immer verteidigen. Eine Szene hat es dann nicht geklappt, aber im Großen und Ganzen haben wir es sehr gut gemacht. Und die letzte Frage von Thomas Lipke von der Bild-Zeitung. Der danach fragt, ob du heute den Spielern vor dem Spiel im Vergleich zu den anderen Spielen was anderes in der Kabine gesagt hast, dass sie so aufgetreten sind. Also ich sage ja nicht immer dasselbe, es wäre ja tragisch, wenn ich immer dasselbe sagen würde vorm Spiel, aber heute war es jetzt nicht besser oder schlechter, würde ich sagen, meine Ansprache. Also wir fokussieren uns immer auf unsere Aufgabe, auf unseren Job, dass jeder weiß, was er zu tun hat. Also ich glaube nicht, dass heute meine Ansprache entscheidend war, dass wir heute gewonnen haben. Vielen Dank. Ihnen auch.